Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops Gibt's was Neues von Livingston? 6. Nein. Aber Felix hat ihm alles über Harrow und das Pantheon geschickt. Harrow hat vielleicht noch sein offenes Ohr. Oder auch nicht. Und er traut uns trotzdem nicht. Wer weiß das schon? Er muss so oder so verunsichert sein. Okay, danke für die Konversation. Können wir noch ein Upgrade machen? Ich habe gesehen, oh ja, stimmt, hier gibt es extra Blueprints, die man sich holen kann. Wahrheitsserum. ASMR. Ich glaube, dafür sparen wir dann einfach. So, die Perks sind mir jetzt eigentlich recht Wurst. So. Dann auf geht's. Wo müssen wir da als nächstes hin? Hier. Gusev. Bodenkontrolle. Adler hat einen Kumpel bei Centcom, der uns vielleicht zum Flughafen in Kuwait bringen kann. Das ist allerdings eine Kriegszone. Er liefert besser. Sobald Gusev in der Luft ist, ist er von der Landkarte verschwunden. Das schaffen wir schon. Belohnung ist. Oh, so ein Panzertalisman. Nicht jetzt. Bleib lange genug in der Hölle und du siehst den Teufel. Wie sieht er aus? Wie erwartet. Ich habe Langley verlassen wegen dir. Du erinnerst dich? Zentralkommando. Offizielle Mission. Nicht so doppeldeutig. Vielleicht versuchst du es mal. Für mich ist es zu spät. Kannst du uns zu Gusev bringen? Ich bringe euch hin. Aber dann war's das für mich. Das ist nicht mehr mein Weg. Ihr kriegt, was ihr braucht. Und ich bin raus. Hör ich nicht zum ersten Mal diese Woche. Herr, gib mir Kraft. Hol deine Crew. Aufbruch in 5. Verlasse Formation. 5 Kilometer. Die Panzerei beschäftigt die Irakis. Ihr schleicht euch dahinter rein. Gusev wird euch nicht kommen sehen. Der Typ? Top-Laborratte einer Söldnerarmee? Gusev entwickelt Pantheons Biowaffe. Er wird ihren Plan kennen. Frag mich, wie er nachts schlafen kann. Hast du einen Rat für ihn? Gusev ist besser noch in einem Stück, wenn wir ihn finden. Es ist ein Kriegsgebiet, Adler. Deswegen komme ich mit. Irgendwer muss ja auf dich aufpassen. Das macht uns wohl zu einem Feuertrupp, nicht wahr, Case? Schluss mit dem Gequatsche und los. Ich bin eure Überwachung, also bleibt am Funk. Warte, Case. Adler ist auf der Jagd, aber wir haben Regeln. Ich will, dass du sie befolgst. Dann mal los. Oh, Sims is back. Aus Cold War. Die Koalitionsluftangriffe sind fast vorbei. Das ist unser Zeichen. Der Eingang ist auf der anderen Seite des Parkplatzes. Los geht's. Standen. Der Luftangriff hat den Weg freigemacht. Ja, hier brennende Leute. Gut, oh gut. Die sehen jetzt aus wie schwarze Leute. Kontakt! Oh. Scharfschützen oh, auf der Überführung. Richtig schwarz. Wo denn?
hier hinten am besten stehen. Hab einen ausgeschaltet. Mörserfeuer! Mörser! Schaltet sie aus! Ich hoffe, die feuern nicht auf uns. Guter Schuss! Ein Mörser ist noch übrig. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Da! Hab ihn! Case! Feuer. Ziel auf die Mörser! Achso, da ist noch einer. Wo denn? Da. Ich sehe nichts. Das ist blöd. Na, kurz weiter vor. Oh, verdammt nochmal. Ich sehe den Mörser nicht. Ich sehe da nur irgendwelche Schützen. Verstärkungen kommen aus dem Terminal. Ja, ja, einfach Terminal. Die sind uns im Weg. Durchbruch. Ja. Lass mich erstmal weitergehen. Hier hinter der Mauer. Warum könnt ihr mich nicht getroffen? Ich könnte mich immer noch treffen. So, hier habe ich eine bessere Position bestimmt, oder? Nur noch ein paar. Nö. Bereit sicher. Lebe. Gehen wir durch das Terminal. Also hat Sims jetzt Langley verlassen, um Gusevs Flieger ist auf der anderen Seite des Terminals beizutreten. Das ist noch ein ziemliches Stück. Stimmt, beeilen wir uns. Schaffen wir, Jungs. Feuer erwidert! Gehe nach rechts! Übernehme Gehe nach links! Mehr Feinde! Hinten am anderen Ende! Ich sehe sie! Sims, nicht in mein Feuer reinlaufen. Werfe Granate. Lade nach. Zweite Granate kommt. So. Wir flankieren sie. Sicher. Hier ist wieder so ein Sack, ne? Öffnen wir das Tor. Ich komme mit der Strichliste nicht hinterher. Ist das ein Problem? Hoffe nur, dass Gusev das wert ist. Ist er? Ja, hier ist ein Safe. Aber warum wir noch dieses Gerät? Hier, war es doch hier. Nee, aber hier ist nur so ein. Ist es oben? Hä, wo ist dieses Teil? Wir müssen zu Gusev, bevor sein Flieger abhebt. Ja, aber hier gibt es ein Secret. Ah, hier unten. Warte. Grün. Grün. 0, 8, 7, 2. Case, beeilen wir uns lieber. 0, 8, 7, 2. Jawohl, noch ein bisschen Geld. Hey, ich habe euch gerade Geld beschaffen. So, jetzt können wir gerne weiter. Rauch! Zurück! Das Feuer! Pantheon! Schrotflinte voraus! Können gerne reinkommen. Ich sehe Marshalls Team! Sie sind wegen des Wissenschaftlers hier! Erledige ihn! Schrotflinte am Boden! Gut gemacht! Ja, der Dicke ist schon mal weg. Das ist das Wichtigste. Pantheon zieht sich zurück! Vorwärts! Deckung! Eine Granate. Granate! Deckung, Jungs! Roberts! Sie kommen! Verteidigungsposition! Na, seid ihr wohl doch nicht so stark. Die wollen für Gustav Zeit gewinnen! Raketenwerfer! Fuck! Stoppt sie! Och Mann, wer schießt denn hier die ganze Zeit Raketen? Auf! Unterwegs! Haltet sie zurück! Hast du getroffen? Raketenwerfer! Das Ding. Der, er mit seinen Raketen, ey. Oh, er geht so auf den Sack. Jetzt! Lass dir nicht vor! Achtung, Granate! Wegegab! Attackiere!
Wir können nicht weiter vorwärts gehen. Granate ist raus. Gebe Deckung. Okay, hier schnell mal in den Comicladen. Wo sind und sie? Dann flankieren wir sie. Treffer. Mit seinen Scheißraketen. Feind in Bewegung. Sie gehen in Deckung. Erledigt sie. Da ist er. Raketenwerfer-Typ gleich ausgeschaltet. Okay. Raketenwerfer erledigt. Guter Schuss, Kais. Danke, danke, danke. Verbündete am Boden. Boah, solche Kugelfresser. Jemand nähert sich. Oh, fast tot. Komm, Heidi. Jawohl. Alles sicher? Sicher. Vorrücken. Gusevs Flugzeug ist da rechts. Es ist noch nicht auf der Startbahn. Haben wir ja noch Zeit. Was haben wir hier? Oh, hier kommt ein Schlossknopf. Hier sind Verletzte. Überprüft eure Ecken. Sie sehen unbewaffnet aus. Ruhig bleiben. Arjukum, Saiduni! Adler. Was? So. Der hat nach einer Waffe gegriffen. Ups. Er war unbewaffnet. Wir haben Regeln, Adler. Können wir uns wieder auf die Mission konzentrieren? Mein Büro! Laden und entsichern! Okay. Feinde, Feuer! Gib mir deine Regeln, ey. Wir dürfen nicht das Geld erreichen. Scheiß mal jetzt auf Regeln. MG-Schütze, rechte Seite! Morley, Schauschützen, Ende des Korridors! Mehrere am Boden! Verstärkungen auf der rechten Seite! Ja, Jungs, ich brauch mal hier rechts Hilfe. Los geht's! Wirf eine Granate! Splittergranate kommt! Ich hab keine Muni mehr. Erleiden Verluste. Gibt's hier Munition irgendwo? Eine. Aua, chill doch mal kurz. Ich brauch Munition. Oder gib mir hier einfach deine Waffe. Wallace. Das ist schon eine Spurfinte. Zum Geld zurückfallen! Kraus! Vorrücken! Verbündete am Boden! Schrotflinte! Scharfschütze! In Deckung! In Entdeckung. Ich brauche eine andere Waffe. Nein, nicht diese Schrotflinte. Noch Munition? Die hilft mir nicht so viel. LMG. Ja, die Waffe ist noch viel besser. Feindlicher Scharfschütze! Hast du sie erwischt? Alle erledigt! Weiter, 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 Jungs! Das ist die Gangway! Schnell! Können wir hier irgendwas machen? Feinde in der Gangway! Ah, oh ja, da sind welche. Sieht nach Ärger aus. Geht in Deckung. Edla, nicht im Weg stehen. Lass die Miet an Bord des Flugzeugs. Nicht zurückweichen. Da ist ein Juggernaut hinter dir. Reiter 1. Einer geht in Deckung. Ja. Case, geh in Deckung. Alles gut. Ich weiß, dass hinter mir ein Juggernaut ist. Hey, Brudi, ich brauche Waffen. Gib mir Waffen. Hier die Sniper nehme ich mal mit. Jetzt werden die alle weggesniped. Und auf mich zu verstecken. Den habe ich doch eindeutig getroffen. So, jetzt. Okay, einer ausgeschaltet. Brauche eine Sekunde! Christian, kaum noch Munition? Gut! Oh, die reden hier gegenseitig. Geht aber gar nicht. Mehr Pantheon! Noch mehr, Digga, hier ist ein Juggernaut. Können wir den erstmal töten? Jemand. Wow! Er ist tot! Ja, eure Kameraden, die sind nicht mehr existent. Warte, das ist C4, das könnte mir helfen. Ist er tot? Jawohl. Hoffentlich habt ihr Gasmasken, da scheint in Bewegung. Die Klappe! Und stirb. Oh, noch ein bisschen Geld. So, wo sind hier noch Gegner? Da kommt einer! Da hinten.
Hä? Alles sicher! Wo ist das scheiß Flugzeug? Gehen wir an Bord der Maschine! Keine Chance, dass das Flugzeug abhebt. Es steckt zwischen uns und dem Panzern fest. Marshall, wir gehen jetzt an Bord! Durchkämmt die Kabine! Fernsichtladung, nee, Achtung! Angriff! Hinterhalt! Ich wollte doch nur Urlaub machen. Ja, chill doch mal! Alter, sichere deine Ecken, ja. Puh. Kabine! Fernlenkladung! Achtung! Angriff! Hinterhalt! Ja, halt dich auch nicht in die Zwischenräume. Hier kann ich in die Zwischenräume. Wallet, zieh euch! Verstanden! Greife an! Feinde davon! Mäh sie nieder! Kein Problem. Achte in den Gängen auf Fernlenkladungen! Schande. Wer will spielen? Ich spiele gerne. Aber ich gewinne. Eine Schrotflinte! Oh fuck, der ist gepanzert. Feind in Bewegung! Hast du hier ein Let's Play oder warum kommentierst du alles? Okay, alles jetzt sicher? Noch nichts von Gusev. Muss im Cockpit sein. Hoffentlich. Scheiße, keiner da. Sicher! Ist nicht Gusevs Flugzeug. Falsche Fährte. Marshall, wir brauchen Augen auf Gusev. Ich durchsuche das Gebiet. Die Panzer sind fast da. Hab ihn, außerhalb von Terminal 3. Sie bringen ihn zu einem Frachtflugzeug der Armee. Terminal 3, die andere Seite vom Flughafen. Wir nehmen die Abkürzung über das Flugfeld. Was zum Teufel redest du da? Diese Panzer... Was sagst du jetzt? Das Flugfeld oder kein Gusev? Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Warum hat er immer recht? Es ist halt Edler. Gusevs Wachtmaschine ist am anderen Ende der Rollbahn. Die machen euch da draußen fertig. Das schaffen wir nicht rechtzeitig. Ich lass mir was einfallen. Oh, ich darf die mal an der Seite. Komm schon! What the fuck? Wie sollen wir das schaffen? Ah, ich spiele das. Ich habe das Spiel einfach ausgetrickst. Guck dir das an. Kann ich hier aus dem gehen? Ach, Mann, Spiel! Mach es doch nicht so langweilig. Immer recht! Na gut. Gusevs Frachtmaschine ist am anderen Ende der Rollbahn! Die machen euch da draußen fertig! Das schaffen wir nicht rechtzeitig! Aua. Ich lass mir was einfallen! Folgt mir! Ja, ja, Alu, aber Ratta. Verstehe eure Sprache nicht! Also seid lieber still! Ja toll, ich hab immer weiter! Nahkampfwaffen. Ah. Achtung, Koalitionshelikopter kommt von Osten! Hey! Ist alles okay? Läuft weiter. Lachat Hasirna Hadal Mauka! Digga, sollen wir den Kaper an den Panzer? Das ist unser Taxi. Rein da. Natürlich. Oh ja, hey, wirklich. Los geht's. Das ist der einzige Weg. Die Koalitionspanzer werden uns mit diesem T-72 unter Beschuss nehmen. Panzerfahren. Verdammt, ich werde von meiner eigenen Panzerlinie pulverisiert. Wie geil ist das denn? Erdler, da rast ein T-72 wie ein Verrückter über das Rollfeld. Ja, das sind wir. Okay. Weiter auf Kurs Richtung Gusevs Frachtflugzeug bleiben. Ist das geil! Jawohl! Aber COD. Ja, alle schießen auf uns! COD ohne Panzer wäre auch echt langweilig. Guck diesen Juggernaut an. Du wirst jetzt umgefahren. Verdammt! Gusevs Fliegerrolls zur Startbahn! Einfach umgefahren! Stopp die Raketenwerfer, Case! Ja, ja, ich mach das schon. Ja! Ihr habt alle keine Chance. Hat die Startbahn erreicht. Los, los, los! Ey, wir spielen einfach gerade No Russian mit dem Panzer. Aus dem Weg mit euch!
Muss mal Flug kriegen. Das Flugzeug geht ab. Feuer, Case. Ja, jetzt nicht mehr. Alter, wie geil. Wie geil. Scheiß auf den Typen. Ziel getroffen. Flugzeug am Boden. Einfach heftige Mission. Wir müssen los. Komm schon. Sie sind schwierig zu finden, Gusev. Zeit für ein Gespräch. Bitte, das Pantheon zwang mich, ihnen zu helfen. Die bedrohten meine Familie. Glaubst du das, Sims? Die Kinderbilder waren schon drin. Zum Glück haben wir einen Lügendetektor. Case, bring ihn zum Reden. Jane Harrow brachte mir einen biologischen Erreger. Die Wiege aus einem amerikanischen Labor. Das Pantheon wollte, dass ich ihn infektiöser mache. Gewaltsamer. Die Opfer reißen sich in Stücke. Wie Tiere. Wer arbeitet noch mit Harrow? Daniel Livingston? Nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, warum sollten Sie das verraten? Du lügst. Nein, bitte. Ich schwöre, Sie geben nichts weiter, außer wenn nötig. Ich weiß, dass du mehr zu bieten hast. Case? Ich sag doch, ich weiß nichts. Wirklich, bitte, ihr müsst mir glauben. Zieh den Stecker, Case. Nein, nicht. Stopp. Ich kenne das Ziel nicht, aber ich weiß, wo die Waffe ist. Ich höre. Vorkuta. Ein altes russisches Gefangenenlager. Es diente als Biowaffenlabor, bevor es geschlossen wurde. Aber da gibt es noch alles zum Hochfahren der Produktion der Wiege. Das reicht. Du kannst ihn entsorgen. Was? Nein! Es reicht. Er hat gesagt, was er weiß. Wirst auf deine alten Tage weich, was, Sims? Du hast deine Methoden und ich habe meine. Gusev ist jetzt in meiner Obhut. Marshall, hast du alles gehört? Bestätigt. Der Hauptgewinn ist in Vorkuta. Ich informiere die anderen von unseren Reiseplänen. Verlässt die Wiege das Lager. Kann Pantheon sie jederzeit freisetzen. Überall. Millionen wären in Gefahr. Es liegt an uns. Mit der Wiege in Vorkuta wird das Pantheon diese Basis gut verteidigen. Wir nähern uns in niedriger Höhe, landen etwas außerhalb. Dann kommt deine Phase, Sir. Also, Fußmarsch zur Basis für Infiltration, danach Pantheon-Uniform finden, um nicht aufzufallen. Kein Problem. Ist genau dein Ding. Wenn du drin bist, kundschaftest du die Basis aus. Wir müssen ihre Verteidigung kennen. Und du musst versuchen, sie zu schwächen. Ein Saboteur? Oh, das werde ich genießen. Mit ausgeschalteter Verteidigung kann der Rest von uns rein. Dann müssen wir die Wiege finden und sichern. Bist du bereit? Lass mich von der Leine.